Moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von Hydrune hier, meine lieben Freunde. Wir waren jetzt zuletzt hier in der Basis dran und ich habe ja hier dieses riesengroße Loch ausgehoben. Ich würde sagen, ich gehe mal eben schnell schlafen, damit wieder Tag wird. Oh Gott. Der will nicht schlafen. Warum? 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 Warum will er nicht schlafen? Oder ist noch zu früh? Ach, es wird gerade Tag. Okay, ich kann nicht schlafen, weil gerade Tag wird. Okay. Ja, der Plan war auf jeden Fall jetzt hier, schön mit Betonblöcken das Ganze auszuschmücken und noch ein bisschen schicker zu machen. Und dann hier schön Maschinen reinzubauen und alles. Wir müssen auf jeden Fall jede Menge Eisen, oh Gott, jede Menge Eisen produzieren, damit ich nämlich einen zweiten Bohrer kriege. Und deswegen würde ich sagen, stelle ich mal eben die Schüssel dahin. In der Hoffnung, dass jetzt nicht wieder die Hälfte daneben fällt. Gucken, ob es gut geht. Bitte, bitte, bitte. Ja, okay, das fällt da rein. Sehr gut. Dann nehmen wir diese Schüssel. Die würde ich sagen, verkaufen wir erstmal. Und dann machen wir weiter am Claim. Dann wird er schön ausgebaut, Leute. Da wird heute ordentlich automatisiert. Chat. Wir werden langsam unsere Fabrik jetzt ans Laufen bringen. Das wird sehr geil werden. Ah, 400 Münzen, okay. Kann man machen. Ist in Ordnung. Ist jetzt nicht unbedingt die Welt. Aber ey. Man nimmt, was man kriegt. So sieht's nämlich aus. Ich glaube, ich hatte das Geld letzte Mal hier irgendwo abgelegt. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Geld. Irgendwo habe ich es abgelegt. Es kann auch sein, dass ich das irgendwo noch drinne gelassen habe. Ich werde es schon irgendwann wiederfinden. Aber warum haben die das Geld eigentlich so physisch gemacht? Warum haben sie das Geld nicht so gemacht, dass man das direkt gut geschrieben kriegt? Da ist es. So. Ja. Lassen wir direkt hier drinne. Das sind fast 5000. Dann passt das. So, und dann nehmen wir jetzt erstmal die Hacke. Wo habe ich sie? Ich brauche schnell die Hacke. Die Hacke. Piep, 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 piep. Da haben wir das, das. Hä? Wo habe ich die Hacke hingetan? Hilfe! Da! Sehr schön. Okay, das will nicht so ganz. Da müssen wir einmal ganz kurz hier nachhelfen. So. Zack. Perfekt. So, und jetzt können wir nämlich nochmal hier einen tiefer gehen. Blut-TTV, Dankeschön für 5 Monate. Wie geht's? Gut soweit. Und selbst? Ich bin hier gerade fleißig in Hydrune hier. Ist eine Art Goldgräber-Simulator. Kann man, glaube ich, vorsichtig sagen. Oh, die Maschine ist kaputt, Leute. Wir müssen reparieren. Machen wir sofort. Wir müssen garantieren, dass sie gefühlt 24/7 läuft, die Maschine. Sonst wird es problematisch, dann produziert die ja nichts. Gut, gut, sieht nice aus, das Game. Das Game ist auch sehr nice. Das ist ein sehr geiles Game. Zack. Beide Maschinen sind kaputt. Oh. Zack. So, beides repariert. Und weiter geht's im Geschehen, Leute. Ah, da fallen jetzt schon die ersten Klumpen wieder runter. Ach, das ist doch eine Kacke hier. Ich bin so froh, wenn ich das endlich mal... ...gut automatisiert habe.
Na gut, da kommt ja eh gleich der Beton dann hier hin. Wir bauen noch einmal hier diese Ebene ab. Und dann werden gleich schön die Betonblöcke hier hin transportiert. Ich habe auch schon einen genauen Plan, wie ich das alles aufbauen will hier. Die erste eigene kleine größere Produktion. Kleine größere? Das passt gar nicht in einen Satz, ne? Junge, wie habe ich das geschafft, in einem Satz zu kombinieren? Die erste kleine größere Produktion. Kann man das so sagen, Chat? Sky Dragon, ja? Schön, dass du da bist, Mann. Das Game hier ist aber auch sehr geil. Ist auch ein sehr, sehr schickes Game. Ich tue jetzt hier gerade erstmal schön gerade machen. Das ist jetzt, weiß ich nicht, gerade spektakulär. Dafür wird es gleich spektakulär. Wenn die Arbeit hier abgeschlossen ist. So. Ich fänd's saugeil, wenn er aufhören würde, hier den ganzen Stuff immer runter zu ballern, ey. So. Zack. Dann bringen wir den auch hoch. Ja, das ist sehr geil, Sky Dragon. Wie gesagt halt, also in dem Game hier kann man ordentlich was machen. Oh. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal schnell hin. Nehmen hier das Geld raus. So, Master G muss jetzt hier ein bisschen Tetris spielen. Damit wir schön viele Blöcke auf einmal gekauft kriegen. So. Die kosten ja gar nichts, ey. Ist ja auch lächerlich, dass ich die da nicht reinbauen kann in die Seite, ne? Bin davon ausgegangen, das geht. Aber nö, das geht nicht. Kann also sein, dass ich das gar nicht so schön gebaut kriege, wie ich es mir vorgenommen habe. So. Jetzt hier weiter schön den ganzen Beton holen. Ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwie so eine Treppe hochgebaut kriege oder so.
Muss doch bestimmt eine Treppe hochgeben, die man bauen kann oder so. Der gute alte Beton, ja. Kann doch nicht sein, dass ich da immer so hochlaufen muss. Chat ist auch, glaube ich, in Standby gegangen. Kann das sein? The Turtle, dankeschön für den Follow. Willkommen. Chat, seid ihr in Standby-Modus gegangen? Bei Ark waren alle am Eskalieren. Jetzt spiele ich das geile Game hier. Keiner am Start. Was ist da los, Chat? Oh. Es geht wirklich nicht. Ich bin am Arken. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, Mega Weezy. Sehr geil. Das hat geklappt. Schon ein bisschen Lauferei in dem Game, ne? Vor allem, weil der Typ kann ja nur eine Sache immer tragen. Warum ist der so ein Loser und kann nur einen so einen Block tragen? Der müsste doch davon 4 Stück direkt übereinander stapeln können und tragen. Slide Place, Abend. Ach komm. Ich schaff das nicht. Jetzt gehen wir aber erstmal schlafen. Es wird zu dunkel jetzt. Zack. Bam. Tag, jetzt geht's weiter. Maybe Streamtitel ändern. Wieso? Da steht doch Dienstag. Biopolizei, moin, alles gut? Oh, da hat er wieder einen fallen lassen. Zack. Packen wir schnell rein. Game ist halt mega chill, vor allen Dingen mit der Musik, ja. Aber ich kann mich auch sehr gut mit euch nebenbei unterhalten, deswegen nutzt es aus, Zockersohn TV. Sonst seid ihr ja auch immer am Schimpfen hier, G-Time, lies mal meine Nachricht, ey, yo. G-Time, lies mal meine Nachricht. Und wenn ich dann so ein Game zocke, wo ich richtig viel mich mit euch unterhalten kann... Nichts. Nein! Ist das dein Ernst? Der hat den da hinten rausgekramt so. So. Klappt doch. Huh?
Schön die ganzen Blöcke hier. Okay, das geht nicht, Diebstahlsicherung. Damit man nicht oben drüber damit geht. Einfach Minecraft, ja? So ein bisschen hat das was von Minecraft, ne? Was ist das Ziel im Game? Also du musst eigentlich gucken, dass du deine Produktion steigerst. Flotschi. Immer mehr Geld versuchen einzunehmen. Du kannst hier eh nicht so in... Ich sag mal so ein bisschen in Satisfactory-Manier kannst du den Prozess zum Beispiel wie Erze gefördert werden, ja? Du bist hier quasi sowas wie ein, so ein Minenarbeiter und du kannst hier mit Maschinen zum Beispiel so eine Erzeproduktion aufbauen. Und die Erze kannst du dann oben in der Stadt verkaufen. Du kannst sie aber auch weiterverarbeiten zu Schmuck oder so. Und, da kannst du das dann verkaufen, da kriegst du noch mehr dafür. Ja, aber den Karren muss ich auch beladen. Das ist das Nervige. Deswegen schleppe ich die einfach. G-Time, warum finde ich deine alten Streams nicht mehr? Weil die nicht abgespeichert werden, 7 Ritze. Es gibt extra auf YouTube den Variety-Time-Kanal. Da findest du alles das, was ich zocke und kannst das nachträglich anschauen. Auf dem Variety-Time-Kanal. Da ist das alles schön auf halbe Stunden-Parts geschnitten, damit du dann gechillt alles gucken kannst und dir auch merken kannst, zum Beispiel, also einfacher merken kannst, wo du warst. Zack. Ich sag's euch, Leute, das ist ein ultimatives Trimax-Game. Trimax wird das Game feiern, wenn er das erste Mal spielt im Multiplayer. Boah, Berger, das weiß ich nicht. Ich glaube aber nicht. Hast schon mal Astroneer gezockt? Ja, ganz früher. Aber da war mir das noch viel zu wenig mit Bauen und allem. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Trimadara, moin. Alles gut? Arg sind wir schon durch für heute. Gab's schon 3,5 Stunden, hast verpasst. Es kam viel mehr Stuff für Produktionen etc. Ja gut, aber das ist ja dann auch Bauen, so ähnlich wie in Satisfactory, oder? So mag ich das ja auch mit so Bauen. So. Oh ja, der ist voll. Zum Glück kippt der nicht aus, wenn er so ist. Jetzt kommt das Gefährliche, Leute.
Okay, der kann so bleiben. Den müssen wir jetzt was weiter nach hier hinten machen. Ich hoffe, das reicht. So, dann kommt der eine hier drauf. Ach, haben wir sogar schon. Dann nehmen wir den Leckeimer. Oh, warte mal. Es hat geklappt. Und bam, geht die Produktion weiter. Und das wird jetzt verkauft. Einfach direkt so, wie es ist, verkaufen wir das. Deine Basis in Ark sieht übel nice aus. Dankeschön. Meine Basis hier in dem Game wird auch noch heftig. Wartet ab. Die wird sehr heftig. So, jetzt müssen wir das Geld mal zusammenlegen noch. Dann sind wir bei 5000. 5077. So, was hat der für ein Gewicht? Ist noch zu wenig. Der hat gleich ein Drittel von dem, was der braucht, um die Maschine anzufertigen, den Bohrer. Das heißt, wir müssen noch mehr Eisen produzieren, Leute. Ja, in der Zeit kann ich weiter meinen Claim ausbauen. Das Game gibt's schon sehr lange, aber das hat jetzt vor kurzem das 2.0 Update erhalten und da ist der ganze Tier-Stuff und alles reingekommen. Und das wird noch sehr stark ausgebaut. Also es soll noch jetzt als nächstes ein Landwirtschafts-Update kommen, dass du Sachen anpflanzen kannst, sodass du Pflanzen, also so Stardew Valley-maniermäßig verkaufen kannst. Tierzucht soll noch reinkommen. Die werden dann weiter auch noch das mit den ganzen Produktionen und so ausbauen. Ich gehe mal davon aus, bei der Landwirtschaft wird so ein Sprenklersystem und so bestimmt reinkommen. Es kommt auch noch ein Multiplayer. Wenn der da ist, dann will ich das mit Trimax und Rumatra zocken. Kann man eigentlich solche Lampen auch kaufen und bauen? Das wäre geil. Das wäre ultra geil, wenn das geht.
Oh, Maschine ist kaputt. Handwerker-Time. Handwerker-Time zur Stelle. Oh. Sieht auf jeden Fall not bad aus. Das Spiel oder jetzt der Claim von mir? Der ist ja noch nicht fertig. Das wird ja noch viel krasser hier werden. Das Spiel, was? Du meinst nicht meinen Claim? Ja, jetzt bin ich aber beleidigt hier, hör mal. Ich meine, du machst hier ein Kompliment, meinen Claim und dann wollt mir gerade schon was drauf einbilden. Hm. Handwerker-Time in ein Loch gefallen, ja. So. Direkt die nächsten Blöcke dran setzen hier. Cobralino. Cobralino, so. Dankeschön für den Follow, herzlich willkommen. Zack. Boah, zu weit gejumpt. Für was sind eigentlich die Blöcke? Das ist ein Boden. Ich mach das alles schön gerade, weil ich werde da gleich mit Fließbändern und allem arbeiten. Hier werden Fließbänder und so hinkommen. Der Plan ist, hier werden Bohrer stehen, oben. Hier stehen dann diese Maschinen. Die droppen das dann auf Fließbänder. Die gehen dann in ein Schmelzding rein, in drei unterschiedliche. Oder erstmal in eine Sortiermaschine. Dann von da aus geht's dann in ein Schmelzding. Das wird sehr geil. Aquinox, mein Lieber. Vielen, vielen Dank für 7 Monate. Liebe geht raus an dich. Ich danke dir, Mann. Nach langer Zeit wieder da. Willkommen zurück, mein Lieber. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut.